Herr Milios, derzeit führt die Linkspartei Syriza die Umfragen in Griechenland an. Was würde denn ein Sieg Ihrer Partei bei den kommenden Wahlen für Griechenland, aber auch für Europa, für die Europäische Union bedeuten? Es würde einen Politikwechsel bedeuten, der die Gesellschaft wahrhaft stabilisiert. Die Mehrheit der Gesellschaft bekommt eine Stimme und wir werden die Wirtschaft wieder in Gang bringen mit dem Klima eines Aufbruchs. Nun sind Sie ja Ökonom. Es gibt im Moment eine Diskussion über einen Schuldenschnitt für Griechenland. Was erhoffen Sie sich von diesem Schuldenschnitt? Das Geld muss ins Wachstum, anstatt diese enormen Primärüberschüsse an die Gläubigerbanken zu bezahlen. Unser Staat ist in einer solch tragischen Situation, dass wir eine Restrukturierung der Schulden brauchen. Es gibt technische Lösungen, die auch die Steuerzahler der anderen europäischen Länder schützen können und Geldtransfers von einem in das andere Land vermeiden können. Dabei sollte die EZB eine aktivere Rolle im Schuldenproblem in ganz Europa spielen. Transfers of money from one country to the other. It shall be done in a way that the European Central Bank undertakes a more active role in the debt problem all over Europe. Ich verstehe, aber die strukturellen Probleme der europäischen Ökonomie, der Wirtschaftsordnung der Europäischen Union wären dadurch ja nicht gelöst. Die würden dadurch nicht verändert werden. Europa ist aktuell in einer sehr ernsten Krise. Wir haben Deflation, nicht nur in Griechenland, sondern in mehreren Ländern. Dazu Stagnation an der Schwelle zur Rezession. So kann Europa nicht weitermachen. Wir brauchen ein anderes Modell. Wir müssen das europäische Sozialmodell, den Wohlfahrtsstaat fördern und müssen die Wirtschaft durch Realinvestitionen ankurbeln, die Zukunftstechnologien fördern. Was wir nicht brauchen, ist zum Beispiel ein Wettlauf um niedrigere Löhne. Herr Milios, welche Möglichkeiten sehen Sie, welche Möglichkeit sieht Syriza für Wirtschaftsbündnisse, für wirtschaftliche Partner außerhalb der Europäischen Union, etwa in den BRICS-Staaten? Selbst größte Akteure der internationalen Wirtschaft sind sehr besorgt über die Folgen der Austeritätspolitik in Europa, welche das Wachstum abwirkt. Sie sorgen sich sogar wirklich um die Stabilität der Weltwirtschaft. Ich bin mir also sicher, dass wir Verbündete im privaten Sektor finden werden, aber genauso im öffentlichen Sektor, auf anderen Kontinenten sowie in Europa. Die Europäische Zentralbank droht im Moment ja offen damit, weitere Zahlungen, weitere Leistungen an Griechenland zurückzuhalten, wenn Syriza die Wahlversprechen umsetzt, die die Partei hat. Welchen Handlungsspielraum haben Sie denn überhaupt? Wir werden nach den Wahlen mit unseren europäischen Partnern und der Europäischen Zentralbank in Verhandlungen gehen, wenn wir eine Syriza-Regierung haben und sich das wirtschaftliche Klima stabilisiert hat. Wir sind sicher, dass wir eine Einigung erzielen werden, die vorteilhaft für die meisten Beteiligten ist. In Griechenland wird sehr viel über die Europäische Union im Zusammenhang mit der Krise gesprochen, auch über die deutsche Rolle. Haben Sie nicht aber auch ein Problem mit der eigenen Oligarchie in Griechenland? Ja, das ist unser Hauptproblem. Wir haben längst einen Staat, der plan- und wirkungslos ist. Und das hängt mit Korruption zusammen und einigen Privilegien, die Teile der griechischen Oligarchie über Jahrzehnte etabliert haben. Wir sind besonders schlimm in Bezug auf dieses System der Korruption und des Klientelismus. Wir wollen das alles ändern in eine Richtung, die mehr Transparenz, Demokratie und Wachstum bedeutet. Transparenz, Demokratie, ein Schuldenschnitt, all das wird ja aber auch im Moment von neoliberalen Akteuren in der Europäischen Union unterstützt. Verunsichert Sie das, dass Sie von dieser Seite jetzt auch Zuspruch bekommen? Wir wissen, dass es in der Europäischen Union Stimmen gibt, die den Kurs wechseln wollen und die auch wissen, dass wir auf diese Weise nicht weitermachen können. Wir werden jede Partnerschaft, jede Allianz dazu nutzen, um die Interessen der griechischen und der europäischen Bevölkerung zu unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass wir für die Rechte der sozialen Mehrheit kämpfen. Und das ist wichtig, nicht nur für Griechenland, sondern auch für die anderen Völker des Kontinents. Of the continent. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μίλιος. Ευχαριστώ και εγώ.